Großappell der Kölner Altstädte aus Köln. Hier werden heute Beförderungen und Ehrungen ausgetragen. Da sind wir dabei, da sind wir zu Gast. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Altstädter hier auf die Bühne zaubern. Also, kommt mit! Ebenso herzlich begrüße ich unseren Ehrensenatspräsidenten Manfred Erlerich. Dann darf ich sehr herzlich begrüßen zwei mittlerweile Altoberbürgermeister, nämlich Fritz Schammer und Jürgen Rothers. Herzlich willkommen bei den Altstädten. Ich begrüße aus dem Altstadt Köln den Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, Bernd Pettelkau, mit seinem Geschäftsführer Niklas Kienitz. Dann begrüße ich den Standortältesten Köln, Brigadegeneral Michael Schoffmann. Ich begrüße sehr herzlich alle Vertreter der Medien, die heute hier sind, die Kölner Presse, und darf mich schon jetzt für eine euphorische Berichterstattung bedanken. Prinz Thomas II., Thomas Elster. Seinen Bauer Anton, Ulrich Anton Maslak. Ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Johanna, Jörg Herzner. Und stellvertretend für die ganze Begleitmannschaft begrüße ich unseren Freund, Prinzenführer Rüdiger Schlott.
gut, die Saison ist gut, lass mal anfangen. Junge, stell dich ab, Mann, sind gerade drei. Die erste Reihe könnte drei Schritte nach vorne. Die zweite Reihe auch zwei Schritte, dass wir Lücke dazwischen machen. Die dritte Reihe auch, damit wir hier auch im Chorappell uns die Uniform aufnehmen können. Denn Tino so schön plädiert, das nennt sich Kalorie. Ich hoffe, das hätte vielleicht bei dem einen oder anderen im Winter geknabbert. Dann lassen wir dann Harry Busse nicht zu lure. Ich habe zwei Nummern nicht gewöhnt, die haben enger gemacht. Ja, das ist Tatsache. So, meine Herren, ich hoffe laut und deutlich von euch zu hören, der Fahrenheit, sollte das nicht der Fall sein, müssen wir das Ganze nochmal wiederholen. Und jede Wiederholung kostet 100 Liter Kölsch. Also würde ich ganz laut und deutlich nachsprechen. Oppipass, beim Hölzer, Zabel und Knabüs. Beim Hölzer, Zabel und Knabüs. Und bei der Grünbrutfärbe. Und bei der Grünbrutfärbe. Verschrieb ich mich dem Fastenlehr. Verschrieb ich mich dem Fastenlehr. Will Bütze, Schunkel und Karassiere. Will Bütze, Schunkel und Karassiere. Das Altstädter Chor nicht blamieren. Das Altstädter Chor nicht blamieren. Will treu sein und brav. Will treu sein und brav. Das soll Jott walten. Das soll Jott walten. Am guten Alten in Treue halten. Am guten Alten in Treue halten. So, herzlichen Glückwunsch, jetzt sind wir richtige Altstädter. Hat er ganz Glück gehabt mit der Hunde. Bei Kraft meines Amtes befördere ich euch hiermit zum Grenadier der Altstädter. Der hintere Mann hilft dabei und macht das immer auf oder macht das dazu, damit das hier schneller geht. Kraft meines Amtes befördere ich euch hiermit zum gefreiten Altstädter. Herzlichen Glückwunsch! Meines Amtes beführe ich euch zwei zum Unteroffizier der Altstädter. Herzlichen Glückwunsch! Herzlich begrüßen Sie Chorappell der Altstädter, sofern das noch nicht geschehen ist. Wir befördern jetzt die Offiziere zum Leutnant. Auf einstimmigen Vorstandsbeschluss, Kraft meines Amtes, befördere ich euch zum Leutnant der Altstädter. Die Sau, alle
euch hiermit zum Major, Herr Altstädter. Kraft meines Amtes und auf einstimmigen Vorstandsbeschluss ernenne ich euch hiermit zum Oberstleutnant der Altstädter. Titel außer dem Vorstand, den die Altstädter zu vergeben haben. Lieber Rolf, es ist mir ein Herzenswunsch gewesen und ich weiß dir auch, dir diesen Titel auch heute Abend zu verleihen. Herr, mit der Unterhaltung an, auf einstimmigen Vorstandsbeschluss und Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zum Oberst der Altstädter. Dann hattest du, lieber Norbert, und das ist etwas ganz Besonderes, die Altstädter haben in diesem Jahr als Vorbereitung auf unsere 100-Jahr-Feier, die in 7 Jahren stattfinden wird, haben wir ein Schmuckstück aufgelegt. Und dieses Schmuckstück bekommt jedes Jahr eine neue Perle. Und der Norbert war, bevor er bei Vorstand bei Salamander war, war ein Geschäftsführer einer Schmuckfirma in Pforzheim und hat uns also dieses tolle Schmuckstück über Porsche Design machen lassen. Ich weiß, dass er selber gar keins hat, du hast mir aber die Muster gegeben. Insofern möchte ich dir erstmal eins für deine Angelegenheit überreichen, von diesem tollen Schmuckstück. Gibt es nur 111 Stück von, ganz limitierte Auflage. Und du wirst von uns ernannt zum Leutnant der Reserve für deine Verdienste, die du für die Altstädter gebracht hast. Und ich hoffe, lieber Norbert,
dass du irgendwann auch mal hier vereidigt wirst. Herzlichen Glückwunsch auf den Lauern an Greifach. Kölle, Alarm! Kölle, Alarm! Kölle, Alarm! So. Und dazu gehört natürlich auch eine Mütze, die wird der liebe Norbert auch bekommen. Was wackelt uns mit Luft? Ja, jetzt ist er schon mehr grün geworden, ne? Wunderbar! So. Wunderbar.
deutsche Fast leer. Die Kurve ist geschlossen.